Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Ja, ich habe jetzt einfach mal das ganze Sortieren und hast du nicht gesehen, habe ich jetzt einfach mal erledigt. Das ist wahrscheinlich etwas besser für euch, das hat mich noch ein bisschen gedauert. Und jetzt könnten wir ein paar Sachen verkaufen, die ich noch aus unserer zu verkaufen Kiste rausgepackt habe. Also eingesackt habe, die wir dann jetzt verkaufen könnten, und dann müssen wir mal gucken, was wir weiterhin machen. Erstmal sind wir hier und müssen zum Schmied, vielleicht auch zu der Tränkebrauerin, und mal gucken, was da noch so übrig bleibt. Der ist hier, gut. Stahl ist gut. Die besten Waffen und Rüstungen. Kaufen natürlich alles, was wir kriegen können, bei, also ne, so an solchen Sachen. Was hat er sonst noch so? Nicht so viel. Jetzt. Das ist mir irgendwie zu viel Geld, um das jetzt so da wegzugeben. Okay, mit dem Zwergenbogen kann ich leben. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Das werde ich tun. Wuchtiges Gebräu. Jetzt wieder Zutaten kaufen. Jemand Neues. Vielleicht jemand, dem ich etwas mischt. Werft einen Blick darauf. Zutaten, alles holen. Und darum geht es eigentlich irgendwann echt nur noch in dem Spiel zum Verkaufen. Also man wird rein theoretisch irgendwann Händler. Nichts anderes. Kaufen und verkaufen. Also gut. Zack. Das macht das Spiel vielleicht irgendwann eintönig, wie viel Gewicht jetzt. Haben wir vielleicht eine Quest? Den Nierenwurz, das wäre sehr gut eigentlich. Aber ich sehe gerade noch ein paar ausgeblasste Dinge da hinten. Das würde ich auch gerne erkunden. Und dann würde ich sagen, gehen wir, also wir gehen mal dahin, was wir jetzt da oben auf dem Kopf, also da auch sehen können. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich würde aber auch gerne den Zweihänder wieder nehmen. Wimmerwind. Südliches Bollwerk entdeckt. Hatten wir das nicht schon mal irgendwie sowas? Sowas ähnliches? Einfach hochspringen, passt schon. Oh, ein Raube. Lange dauert das. Oh, ein Skelett. Dann würde ich sagen, rein da. Ne? Keine falsche Bescheidenheit, immer rein. Und es regnet draußen schon wieder, es gibt es doch nicht.
Also ich persönlich mag Regen, aber es sollte doch so Was langsam zum? mal Sommer werden oder sowas ähnliches. So Frühling oder so. Ja, ich weiß, warum das so bekannt vorkommt, denn wir waren hier schon mal. Da habe ich einfach nur nicht den anderen Ausgang gefunden. Okay, gut, haben wir das auch schon erledigt. Déjà-vu, mein Freund. Déjà-vu. Lelavu. Déjà-vu. Gut, dann können wir auch schon das andere erkunden, und zwar diese Burg da hinten. Oder Turm oder was auch immer das jetzt darstellen soll. Ja. Oh Gott, das müssen wir abbauen. Gold ist eine seltene Sache. Die müssen wir auf jeden Fall behalten. Oder wenn wir was davon bekommen können, auf jeden Fall holen. Oh, Smaragd ist auch dran gewesen. Das kriegt ja ein bisschen Panik. So. Okay, wir müssen runter. Zur Vorsicht. Verheim So. Das Türmchen, da will ich hin. Wir müssen auch noch so einen komischen See finden. Wir haben noch ein bisschen was. In Solstheim haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen. Da ist doch ein Wolf, oder? Das ist ein Fuchs. Hätte ja sein können. Oh. Ist die Frage. Hier vielleicht? Sieht doch ganz gut eigentlich aus. So. Da ist auf jeden Fall jemand. Wachturm entdeckt. Und hier geht's rein. Was macht ihr denn? Was macht ihr? Alles? Wirklich? Dann noch mal fett mit dem Rücken drauf knallen. Warum kochen die denn hier einen Seelenstein? Das ist doch voll unlogisch. Wieder mal ein Buch. Oh, Beschwörung verbessert auf 25. Ja, Beschwörung müssen wir echt mal ein bisschen. Vielleicht können wir da ja sogar mal. Wir haben es ja auch ein bisschen verbessert. Können wir mich auch mal ein bisschen die Beschwörung verbessern. So, und wie ich sehe, sehe ich nichts. Was ist das hier? Eisenerzader. Die brauchen wir nicht unbedingt. Von sowas kriegen wir immer genug. Hier, da. Was ist das? Spaltsteinschlucht. Warum haben wir die mal bekommen? Wir müssen auch immer noch. Haus, ja, tötet den Drachen Nordwindspitze. Da waren wir zwar schon mal. Oder hab's auf jeden Fall erkundet, jetzt können wir da hinreisen. Ist auch eine schlaue Sache. Machen wir einfach. Was kostet es uns denn schon?
Nichts, ein Wimpernschlag. Und sobald dieser Ladebildschirm vorbei ist, kämpfen wir gegen den Drachmarion platt. Und ich glaube, es hat gar nichts mit dem mit den Graubärten zu tun gehabt, sondern einfach nur. Super, das ist nice. Aber es hat mit dem Drachen nichts zu tun. Das war das, was ich gar nicht machen wollte, wenn ich wieder. Frage Deor, zu Baldos verschwinden, finde Schreibfeder, Seelenstein, bringen die Knochen, so bla, suche nach dem Schatz von Hagnir Todesmal. Treue, der Einbruch, die Jagd nach der Best. Hä, wo ist denn das jetzt mit dem. Töte Riesen in irgendwas, Helm von Winterfest, stolz von. Ich bin der Helm von Winterfest, Grünbaums. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Frage den Anführer der Gefährten nach Arbeit. Schließe dich dem Aufstand der Sturmmittel an. Töte den Banditenanführer. Ich bin der Helm von Winterfest, den Stolz von Telfos. Wo ist das? Da oben. Ah. Das könnten wir von da hoch. Mal diese Nebenquest noch ein bisschen abschließen. Damit wir die auch mal loswerden. Das ist also komisch. Dein Ding ist nur Joghurt. Ja. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Oh, wir alle sind taube Nüsschen. Taube, 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 taube Nüsschen, yeah. Taube Nüsschen. Klar, ja. Ätherische Gestalt ist so geil. Beschwörung, Beschwörung. Ich hoffe persönlich ja, dass es auch besser wird, wenn ich die nur mal ab und zu mal so beschwöre, ob oder ob die für mich kämpfen müssen. Ich weiß es echt nicht. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach. Hey. Einfach mal alle Seelen mitnehmen. Ja,
Krass, das war aber nicht so schwer. Irgendwie wieder rein. Interessant. Wo sollte ich den jetzt wieder hinbringen? Dorthin. Winterfest war mal die Hauptstadt. Ja. Hui, Brenner. Es ist mir egal, wie viele Akademien Sie bauen und wie viele. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Okay. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der... Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich... Dann wünsche ich euch viel Glück. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Interessant. Das war's? Meine Aufgabe ist es, dem Jahr zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ja, mach, was du willst. Aber ein bisschen Freundlichkeit wäre super. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Wrack der Salzhammer. Und was macht... Entschuldigung. Was ist eigentlich mit dem Drachenschrei, den ich eigentlich irgendwie... Knochen, was so finde die Schreibfeder, bla bla bla. So drei Marker, das ist Schadritze, Kehre zum Schadritze. Gut, machen wir da so. Wart ihr bei Saphir erfolgreich? Bei den Acht. Ihr habt sie tatsächlich dazu gebracht? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es würde niemanden in Rifthorn kümmern, was aus mir würde. Hier, das habe ich gespart, aber ihr sollt es bekommen. Ich dachte, ich würde es brauchen, falls Saphir hinter mir her wäre, aber ich brauche es nicht mehr. Danke. Bis zum nächsten Mal. Das war wohl jetzt ein bisschen zu viel. Gut. Machen wir es anders. Zack.
Können wir ja schon. Festung Nebelschleier. So, jetzt lassen wir uns noch das Kopfgeld geben. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig tötet mit seiner Stimme. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Ihr vergesst besser nicht, wer hier das Sagen hat. Tja, und ich würde sagen, ne, weil ich das Sagen habe. Nein, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.